spiele seit ungefähr 30 Jahren Gitarre und habe auch relativ von Anfang schon Tonleitern geübt, weil alle sagten, für Freiheit auf dem Griffbrett und spektakuläre Soli, was ich natürlich anstrebte, sei das die wichtigste Voraussetzung. Für viele von uns sind Tonleitern ja aber eher langweilig und maximal eine nervige Pflichtübung. Die Frage ist, lohnt es sich wirklich, die Mühen des Tonleitertrainings auf sich zu nehmen? Wann kommt dabei der Spaß und vor allem, wie genau erlangt man damit Freiheit auf dem Griffbrett? Ich habe in den 30 Jahren, seit ich spiele und übe, natürlich alle denkbaren Fehler selbst gemacht. Aber ich habe in der Zeit auch drei spektakuläre Erkenntnisse über Tonleitern und Griffbrettfreiheit gewonnen, die ich dir heute verraten will. Wir bleiben dabei, um das Ganze etwas einzugrenzen, bei der meines Erachtens wichtigsten Tonleiter für die Griffbrettfreiheit. Das ist die Dur-Tonleiter. Du wirst gleich merken, dass wir damit auch über längere Zeit ausgelastet sind. Also es geht um Dinge, über die zumeist wenig gesprochen wird, die aber, wenn man sie nicht beachtet, einen richtig ausbremsen können und damit verhindern werden, dass sich jemals beim Spielen so ein Freiheitsgefühl einstellt. Also ich verrate dir jetzt immer eine meiner Erkenntnisse und dann erbringe ich quasi den Beweis dafür. Erste Erkenntnis: Eine geübte Tonleiter kann dir nur zur Griffbrettfreiheit verhelfen, wenn du sie lückenlos an jeder Stelle des Griffbretts spielen kannst. Das klingt hart, aber warum ist das so? Dazu müssen wir für einen Moment das Thema wechseln. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit dem Elberadweg in Dresden zu. Quasi bei mir vor der Haustür. Hast du schon mal einen Weg gepflastert? Nein? Dann wird es jetzt Zeit. Wir stellen uns vor, du sollst hier einen Abschnitt des Elberadwegs pflastern, der mehrere hundert Meter lang ist. Die Streckenführung hat sich geändert und deswegen muss ein Teil des Weges neu gepflastert werden. Wenn du schon mal hier vor Ort warst, sagst du vielleicht, der Elberadweg bei Dresden ist doch aber größtenteils asphaltiert. Das stimmt. Aber es gibt definitiv, auch hier ganz in der Nähe, gepflasterte Abschnitte. Und vielleicht soll es ja noch mehr werden, also lass dich mal drauf ein. Was ist das Ziel dabei, einen Weg zu pflastern? Den Leuten, die hier unterwegs sind, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, zu ermöglichen, sich sorgenfrei, gedankenlos fortzubewegen, ohne dass sie der Bodenbeschaffenheit Beachtung schenken müssen. Also der beste Weg ist doch vermutlich der, den man kaum wahrnimmt, den man sich locker und leicht fortbewegen kann. Was passiert aber, wenn du als Verantwortlicher auch nur einen Quadratmeter des Weges vergisst und nicht pflasterst? Wenn da ein Loch bleibt, ist doch bei so einem über 1000 Kilometer langen Weg eigentlich nicht der Rede wert, oder? Und doch wirst du als Verantwortlicher für den Weg den Hass der Fußgänger, der Radfahrer und vermutlich der Medien auf sich ziehen, wenn da ein Quadratmeter großes Loch zurückbleibt. Warum? Weil dieses eine Loch verhindert, dass man frei, ohne genau aufzupassen, den Weg benutzen kann. Es wird sich herumsprechen. An der und der Stelle in Dresden ist ein ganz fieses Loch im Elberadweg. Unverschämtheit. Im Dunkeln kann man den Weg damit überhaupt nicht mehr benutzen und auch tagsüber ist höchste Vorsicht geboten. So, um jetzt wieder zur Gitarre zurückzukommen, es ist mit dem Griffbrett genau dasselbe wie mit dem gepflasterten Weg. Nur, dass du in diesem Fall Pflasterer, Spaziergänger und Fahrradfahrer in einer Person bist. Du pflasterst dir beim Üben selbst den Weg, den du dann beim freien, unbekümmerten Spielen begehen wirst. Dessen sind sich aber viele von uns nicht bewusst. Die meisten Gitarristen sind unaufmerksame Pflasterer, die zwei, drei kleine Wegabschnitte an verschiedenen Stellen angefangen haben, dann sind die Bauarbeiten aber irgendwann auf halbem Weg eingeschlafen. Und jetzt beim Fahrradfahren oder Spazieren gehen, müssen sie permanent aufpassen, nicht zu stolpern, nicht in ein Loch zu treten und nicht hinzufallen. Also wir haben mit anderen Worten Lieblingsstellen auf dem Griffbrett, weil wir irgendwo mal angefangen haben, die Dur-Tonleiter zu lernen, aber nicht flächendeckend. Also es gibt mehr oder weniger große Lücken auf dem Griffbrett. Damit ist Freiheit und Leichtigkeit beim Spielen leider komplett ausgeschlossen, weil wir immer aufpassen müssen, nicht an der falschen Stelle zu landen. Jetzt könnte man sagen, ach, so wild ist das doch gar nicht. Der dramatisiert hier ganz schön. Ich merke mir einfach die zwei, drei Griffbrettstellen, die bei mir im Dunkeln liegen und die umgehe ich einfach immer beim Spielen. Das kann ich mir doch merken. Nur diese schwarzen Löcher auf dem Griffbrett, die sind ja in jeder Tonart an einer völlig anderen Stelle. Bei einem Song in G-Dur ist das in einem anderen Bereich als in F-Dur oder in C-Dur. Das macht es so unübersichtlich und echt unangenehm zu spielen. Mit dem Gefühl, jeden Moment womöglich verloren zu sein. Wie machen wir es also besser? Gib mal auf YouTube, gerne auch auf meinem Kanal, den Suchbegriff Cage-System ein. Dazu gibt es bereits ganz viele Videos. Das ist eine beliebte Aufteilung des Griffbretts quasi in fünf Bauabschnitte. Damit stellst du erstmal sicher, dass es keine völligen Griffbrettlöcher mehr gibt. So habe ich auch angefangen und das ist meines Erachtens die Basis für die Freiheit auf dem Griffbrett. Level 1. Würde ich sagen. Zweite Erkenntnis: Je mehr unterschiedliche Wege du langfristig findest, eine Tonleiter zu üben, desto besser. Warum ist es wichtig, viele Wege zu finden, die Dur-Tonleiter zu spielen? Reicht nicht einer? Führt das nicht zu Chaos? Das Cage-System mit den fünf Positionen auf und ab, das sollte doch eigentlich jetzt für immer reichen, oder? Dazu kämen wir noch einmal zum Fahrrad auf dem Elberadweg zurück. Stell dir vor, der Weg ist jetzt längst fix und fertig gepflastert.
Du bist inzwischen als Tourist mit deinem neuen Fahrrad darauf unterwegs. Aber der Fahrradverkäufer hat dir ein neues Fahrrad angedreht, ohne Schaltung, und der Lenker ist starr fixiert in der Mitte. Man kann nur geradeaus fahren. Der Verkäufer sagte, für so jemanden wie dich ist das womöglich einfacher. Du hast dann keinen Ärger mit Hoch- und Runterschalten und musst dich noch nicht mal damit befassen, nach rechts oder links zu fahren. Geradeaus fahren ist doch sicherer. So ein Radweg am Fluss sollte ja auch ohnehin relativ geradeaus gehen, oder? Ja, fühlt sich das nach Freiheit an? Natürlich nicht. Erst die Möglichkeiten, nach Lust und Laune dahin zu fahren, wo du willst, bei Steigungen hoch und danach wieder runter zu schalten, mal nach links, mal nach rechts zu fahren, mal kurz abzuschweifen, mal umzukehren, in den Biergarten gehen, den du gerade beim Vorbeifahren gesehen hast, dich einfach treiben zu lassen, das sorgt doch für das Gefühl der Freiheit auf dem Fahrrad. Und genauso ist es auch auf dem Griffbrett. Je mehr Möglichkeiten du lernst, die Durtonleiter zu spielen, vorwärts, rückwärts, links, rechts, diagonal, desto freier wirst du dich fühlen und desto mehr Spaß macht die Sache. Und dazu gibt es unzählige Übevarianten. Viele davon habe ich auch schon in bisherigen Videos gezeigt. Du kannst die Durtonleiter natürlich auch auf nur einer Seite spielen. Oder mit immer drei Tönen auf einer Seite, dass du noch drei Tönen zur nächsten Seite wechselst. Du kannst auch vier Töne auf einer Seite spielen. Das eröffnet dir zum Beispiel die Freiheit, dich schnell diagonal über das Griffbrett zu bewegen. Alleine mit den fünf Positionen des Cage-Systems wäre das nicht möglich. Du kannst aber auch stattdessen immer nur zwei Töne auf einer Seite spielen. Damit ist es auch denkbar, andersherum diagonal zu spielen, sodass du in einer hohen Lage anfängst und in eine tiefere Lage gelangst. Du kannst Sequenzen, also individuelle Abfolgen der Töne spielen, die sich auf jeder Tonstufe wiederholen. Du kannst die Durtonleiter in beliebigen Intervallen spielen. Das heißt, du überspringst dann immer einen Ton, immer zwei Töne oder mehr. Die Möglichkeiten sind endlos. Das könnte man jetzt negativ sehen, von wegen, ach, da bin ich ja nie fertig. Aber du kannst auch sagen, mit jeder Variante, die ich mal geübt habe, fühle ich mich ein Stück freier auf dem Griffbrett. Weil du dann alles, was dir spontan beim Spielen einfällt, auch umsetzen kannst. Du hast es ja dann bereits geübt. Wenn dir da die konkreten Übungen übrigens fehlen, empfehle ich dir meine umfangreiche Sammlung Fingerfitness 50 Übungen in 50 Tagen, wo ich dir einige der meiner Meinung nach besten Tonleiterübungen überhaupt ausführlich zeige. Dritte Erkenntnis, oder man könnte auch sagen, der dritte Schlüssel zur Freiheit. Man muss lernen, beim Spielen den denkenden Verstand auszuschalten, den in die Pause zu schicken. Nochmal zurück zum Elbe-Radweg. Ich nutze den vor allem zum Joggen. Und frühmorgens sieht man da immer auch Gleichgesinnte. Manchmal auch Laufanfänger, wo man richtig merkt, wie angestrengt die bei dem Versuch sind, bewusst die Atmung mit dem Laufen zu synchronisieren, die Füße optimal abzurollen, im richtigen Winkel aufzutreten und was sonst noch dazu gehört. Klar, man macht sich am Anfang Gedanken über diese Aspekte und braucht dazu die volle Aufmerksamkeit, um es kritisch zu überwachen. Aber nach Freiheit sieht das für den Zuschauer nicht aus. Mir persönlich hat das Laufen erst dann Spaß gemacht, als sich die Bewegungsabläufe so langsam automatisiert hatten durch die häufige Laufroutine, sodass ich nicht mehr darüber nachdenken musste. Ich konnte mich auf einmal mit einem Laufpartner unterhalten über völlig andere Dinge als das Laufen, oder ich konnte Musik hören, Hörbuch, was auch immer, und die Zeit vergessen. Und das ist auch beim Gitarrenspiel die dritte Komponente. Ich sage ja immer, üben und spielen sollte man trennen. Beim Spielen einfach mehr und mehr das Analytische, die Wissensebene verlassen. In den Hintergrund treten lassen, was man da tut und wie man es benennt. Vergiss dann für den Moment alles, was du über Fis, Cis, Triolen, Quarten, Patterns und Positionen weißt. Deswegen ist das Wissen über diese musikalischen Elemente nicht sinnlos. Im Gegenteil, es ist die Basis und man muss bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können. Aber spielen, wie der Name schon sagt, sollte was Ungezwungenes sein. Wie ein lockeres Gespräch, wie Pfeifen oder Singen.
Stell dir doch mal vor, wie du zum Beispiel ein Geburtstagslied singst. Denkst du dann auch, oh nein, wir singen ja in E-Dur, das hat doch vier Kreuze und gleich kommt der Quartsprung und dann eine Viertelpause? Natürlich nicht, weil du von klein auf sprechen, wahrscheinlich singen, vielleicht auch pfeifen gelernt hast. Daher habe ich anfangs gesagt, mit der Durtonleiter sind wir erstmal lange Zeit ausgelastet, weil es darum geht, möglichst viel von den geübten Varianten so zu verinnerlichen, dass es locker wird und dass wir ohne den Denkapparat auskommen, dass die Ideen von selbst wiederkommen. Das ist dann Freiheit auf dem Griffbrett. Abgeschlossen ist das Thema nie. Der Weg bleibt für uns alle das Ziel. Aber es wird, wenn man dran bleibt, immer schöner. Fragst du dich vielleicht, was soll ich denn mit der Durtonleiter anfangen? Ich spiele doch viel öfter über Mollakkorde oder zum Beispiel über Blues. Das passt doch irgendwie nicht mit der Durtonleiter, oder? Doch, es passt. Und wie du es genau machst, wie du die Durtonleiter geschickt in fast jeder Spielsituation anwenden und damit spannende Klangfarben kreieren kannst, das verrate ich dir in diesem Video.